Wie war es für dich, als du zum ersten Mal von der Idee zu Waltraud und Stella gehört hast? Die Idee war sensationell. Ich glaube, wir waren alle ganz, ganz gleichermaßen begeistert. Und wir waren uns alle sofort einig, es werden Waltraud und Stella die Gesichter, die Sat.1 Gold präsentieren. Also ich wusste ja nicht am Anfang, wer Waltraud und Stella sind. Der erste Kontakt mit meiner Agentin war dann so, ja, du bist gebucht für Puppen. Und ich sage, sehr Puppen. Der erste Gedanke war vielleicht Barbie-Puppen oder sonst irgendwas. Und wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Und als wir uns kennengelernt hatten, war dann schon Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Ja. Das Vorbild sind natürlich Waldorf und Stettler aus der Muppet Show. Daher kam es, Waldorf und Stettler verjüngen als Damen 20 Jahre jünger darzustellen und damit die Zielgruppe aufzubauen. Und so kam die Idee. Hat gefruchtet, ist immer weiter gewachsen im Team, hat allen Spaß gemacht und das Ergebnis sitzt jetzt hinter uns auf der Couch. Was ist für dich die Faszination an der Arbeit mit den Puppen? Puppen sind ja im Grunde ein Objekt, kann man so sagen. Und das zu Leben zu erwecken, dem einen Charakter zu verleihen. Dass die Puppen leben, ihren eigenen Charakter haben, ihre Ecken und Kanten haben. Und dass daraus halt diese Rolle, wie im Schauspiel auch, die entwickelt wird, dass da diese Rolle entsteht einfach. Das ist einfach eine tolle Sache. Das macht einfach Spaß. Und die Menschen zu überzeugen, dass dieses Ding dann wirklich lebt und die Leute glauben es. Und das ist einfach auch ein wunderbares Kompliment. Video, Ton. Was ist der Unterschied von einem Dreh mit echten Schauspielern zu einem Dreh mit Waltraud und Stella? Ja, die Waltraud und Stella machen keine Widerrede, sondern mit denen kann man machen, was man will. Warum glaubst du, sind die beiden die richtige Kommunikation für Sat.1 Gold? Weil sie erstmal anders sind, weil sie mutig sind. Und gerade in einer Welt, wo wir nicht mehr wissen, was ist jetzt echt auf einer Leinwand oder auf einem Monitor und was nicht, was ist digital, was hat ein Computer errechnet. Die beiden sind aus Fell und die werden mit Stäben bedient und die können nur so machen mit dem Mund. Und genau das ist das Besondere und das Heimische und das Vertraute und das werden die Zuschauer lieben. Wo ich sie in 5 Jahren sehe, ich sehe Waltraud und Stella in 5 Jahren mit einer eigenen Show. Also Prost, Prost!